Gesundheit. An mich selber. Hallo, Freunde. Schweine. Der zweite Teil in den Bonusteilen. Es ist viel Zeit vergangen. Der Alex stirbt gerade neben mir. Ich musste gerade niesen, aber dann wieder nicht. Ja, dann hat sich der Nieser wieder verkrochen. Ja, also das letzte Mal haben wir aufgenommen am 6. Februar. Heute haben wir den 7. Februar. Lass dich nicht stören. Nein, nicht ganz. Den 25. März. Schnee fällt immer noch viel im letzten Grad. Problem. Und ja, die Teile sind bisweilen alle fast hochgeladen und was heißt alle? Es sind alle hochgeladen und fast alle auch veröffentlicht. Und den ersten Bonusteil, den müsstet ihr nächste Woche Den müsstet Mittwoch. Ihr gestern gesehen haben. Ja, genau, gestern. Also von uns aus gesehen, von heute aus, nächste Woche Mittwoch. Aber nichtsdestotrotz, wir machen also jetzt weiter hier bei den Bonusteilen. Ich sage bewusst nicht Parts. Bonusparts. Ich weiß nämlich jetzt, von wem ich dieses Parts habe. Der Herr sitzt nämlich links neben mir. Jerry. Jerry ist gerade am Essen. Wir bekommen einen Anruf. Ja, es ist wahrscheinlich wieder dieselbe Frau wie immer. Hallo? Yes, Claude! Yes, yes, Alex! Yes. Claude Makelele. You're sick! Get help! And you, Kyle, you're jealous! Ja, ja. Die lieben Frauen. Ich habe irgendwann mal gesagt, GTA 3 käme vor San Andreas, das ist falsch. Ich habe GTA 3 selber nie gespielt, aber in GTA 3 spielst du ja Claude, das wusste ich ja schon. Aber ich wusste nicht, dass wirklich Catalina in GTA 3 auch auftaucht, was sie tut. Tja, und das ist halt später. Das heißt, wir treffen hier eine jüngere Catalina. Und jetzt treffen wir erstmal den Waffenmann. Immer dieses gefährliche Halbwissen. Das ist schlimm, oder? Ja, furchtbar. Also, der Alex pennt heute auch wieder hier. Das heißt, es werden heute viele Teile produziert. Ich bin dann halt müde und will jetzt schlafen gehen. Ja. Ich habe heute den 11-Stunden-Tag gehabt, nicht du. Ja, aber ich habe auch nur 5 Stunden geschlafen, weil ich an einem Samstag arbeiten musste. Ach. Ich armes Ding. Ja, ja. Die Frage ist jetzt, was machen wir? Ein Like gleich ein Mitleid. Hast du die Frage mitbekommen? Ja, was wir machen. Genau. Außer jetzt hier unnötig viel Geld ausgeben. Ja, was denkst du, warum ich das kaufe? Was könnten wir jetzt machen mit unseren Waffen? Die Stadt in die Luft jagen. Ja, beinahe. Beinahe. So. Ach, nicht schon wieder. Guck mal, die machen gar nichts. Du hast einen Bandenkrieg produziert. Das ist gut. Bandenkrieg, sehr gut. Warum laufen die alle weg? Weil die Angst haben und wahrscheinlich keine Waffen. Kommt her! Bewegt euch nicht so viel. Da kommen sie doch. Alle schön hintereinander. Ach, ist das herrlich. So lobe ich mir das. Bitte aufstellen. Aufstellen zum Gebet. Das hier ist der Dingens. Der Dingens? Der Dingensbums? So in eine Reihe aufstellen für einen Kuss. Die wollen alle einen Kuss von CJ. Todeskuss. Dieses Ballern, dieses Geräusch, ne, das ist so furchtbar. Wo ich die Teile, das habe ich schon mal gesagt, wo ich die Teile gerendert habe, ich habe nichts anderes mehr gehört, als rat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 a. What, wo kommst du denn her? Von hinten. Das ist der rosa-rote Ritter. Pirat. Das ist der rosa-rote Ritter von hinten. Was willst du jetzt, die mit Feuerlöscher K.O. schlagen? Auch. GSF, bitch. Es ist die Frage, sollen wir jetzt erstmal dafür sorgen, dass die ganze Stadt uns gehört? Kriegen wir eigentlich dann was dafür? Ja, unsere... Na, ja. Entscheid dich. Ja, aber ich weiß gerade nicht mehr was. Sehr gut. Ich glaube, es war, dass die... Das Empire State Building. Auch. Wir kriegen auf jeden Fall mehr Geld. Das ist sicher. Es ist natürlich die Frage, wie viel... Das ist noch eine Weste, meine Güte. Ja, die spawnen halt jede Runde. Es ist natürlich die Frage, wie viel fehlt uns noch von der Stadt? Un petit peu. Wo kommt ihr denn her? Gespawnt. Habt ihr euch verlaufen? Kann man euch helfen? Zieht ihr pünktlich wieder nach Hause? Das ist schon lustig, weißt du, dass einer alleine hier die Stadt übernimmt. Man stelle sich das im realen Leben vor. Das wäre ja fast wie in der Türkei. Das wäre ja fast wie bei Trump. Willst du etwa sagen, wir sind Erdogan oder was? Erdogan.
Da gibt es von Extra 3, das Satire-Magazin. Da, das hier immer hier. Das Viertel Tom gehört. Hat wieder was geliked und ja, genau. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ja. Jetzt haben wir wieder 2 Sterne. Ah, egal, wir kaufen uns einfach das Haus hier. Das gehört ja zu 100%. Genau. Das Haus hier. Das sollten wir halt auch mal ein bisschen mehr machen. Das ist Butze hier. Bumm! Das ist mein Haus. Was, nur 1000 Euro? Dollar? 10.000. Achso. 1000. Ich habe eine Null übersehen. Es tut mir leid. Kann ja mal passieren. Ja. Willst du meine Brille aufsetzen? Nein, dann sehe ich noch weniger. Geil, ist das ein großes Haus. Und wir speichern. Da ist das Speichersymbol. Das war so groß wie das ganze. Ach, nee. Aber hat doch alles, was du brauchst. Hat ein Bett. Hat sogar eine Waschmaschine. Hat das so. Also, es sieht gemütlich aus. Eine Herdplatte. Das ist halt so eine kleine... Ne? Eine Waschmaschine, Geschirrspülmaschine fehlt. So, wenn du so alleine bist, ne? Also hast du sogar eine fette Anlage hier. Ja, aber... Kann man sich fast wohlfühlen. Dafür ein offenes WC und ein zu kleines Fernsehen. Ja, eine Tür kannst du ja noch reinsetzen ins WC, aber mich stört so dieser Riese... Da, Bürgerwehrmissionen. Die machen wir später. Weil da machen wir erstmal die komplette Flugschule fertig auf 100%. Was? Müssen wir. Und dafür kriegen wir nämlich einen Helikopter. Einen richtig coolen Helikopter. Und dieser Helikopter... Nee. Wie viel fehlt uns denn noch? Wir hatten doch... Oh nein. Also im Prinzip das, was wir da gemacht haben, nur auf 100% alles. Sie. Ach nee. Ach, wo sind hier... Also hier ein paar Saints zu kriegen. Ne? Ah, du lernst. Also hier schwierig. Im Hinterhof bestimmt nicht. Vielleicht machen die irgendwie ihre Drogendeals? Nein, ich glaube, da waren Graffiti. Oder? Ja, Gang-Graffiti. Ah. Grow Street for Life. Fam for Life. Naja. So ist das so. Naja. Krieg keinen Krampf in den Fingern. Ah! Nachher bleiben sie so stehen. Guck mal, der... Ja. Was? Achso, ein Dealer ist das. Ich will Stoff. Hier hast du das weiße Zeug. Krass. You happy now? Ich glaube, du hast dem den Sauerstoff abgedreht. Kein Problem, das ist ja sein Zwillingsbruder. Eieiei, sind die alle derselben Mama entschlüpft? Derselben Kuh. Alex! Hat alle beim Wurf verloren. So. Wir finden hier blöderweise nichts. Was ist jetzt hier mit dem Gebiet? Ja, ich kann nichts erobern. Geh doch mal in die andere Richtung anstatt. Oh. Es gab Essen. Ja, es gab Essen. Wir sind jetzt voll. Guck mal da! Ach, guck mal! Officers, sie sehen, ne? Sie haben angefangen. Du läufst mir nicht weg. Dich brauche ich, danke. Dich brauche ich. Mach doch nicht diesen mit mir. Mal. Von was für einem Bandenkrieg reden wir hier? Me against the police. That's against the law. Da hinten links. Also. Hat der sich einfach von hinten angeschlichen? That's against the law. Die. Auf den Tankdeckel. Kann ich jetzt nicht. Ich hab den aber so rausgeschossen. Na, okay. Aber der Beifahrer sitzt noch. Soll er doch, der kann nicht fahren. Was ist denn für eine Logik? Guck mal, vielleicht eher, wo eine Weste ist. Die ist ja auch tot. Die Weste kommt erst in der zweiten Runde. Ach ja. Ich vergaß. Da liegt sie. Was vergaßt du? What you saying? Hast du gehört? Saint? What you saying, sagt er. Saint, hat er gesagt. Ein schönes... Wo laufen die? Leute, ich bin hier. Ich will euch nichts Böses. Nein, überhaupt nicht. Ich will mit euch nur einen Bausparvertrag abschließen. Ist klar. Ah, da kommen sie näher. Na, hier, gesicherte Zukunft und so, aber ist nicht. Gibt keine Zukunft mehr für euch. Ja, kaum Bausparvertrag gehört. Da bin ich aber auch hellhörig. Ja, das glaube ich. Viele von euch, das Essen sitzt noch quer. Hätten auch einen Bausparvertrag. Genau, viele von euch haben auch gefragt, wo sie einen Bausparvertrag herkriegen. Ich werde in Kommentare, beziehungsweise in die Videobeschreibung, werde ich die Adresse von Alex posten. Da könnt ihr euch dann an ihn wenden und
den Vertrag dann abschließen. Nein, womit geht es weiter, wenn hier Sans... GTA dann zu Ende ist. Ja, da kann man natürlich jetzt eine Menge Titel vorschlagen. Es gibt ein paar, die in die engere Auswahl... Oh, das ist schon vorbei. Trotzdem natürlich den Typen noch. ...in die engere Wahl getreten sind. Aber da möchte ich jetzt noch nichts verraten, weil ich nicht mich auf irgendwas festlegen möchte. Der Polizist ist umgefahren worden, ich aber auch. Ah, das ist noch ein zweiter Polizist. So, da vorne ist doch noch ein Gebiet der Sands, vielleicht... Ja, da versuche ich mich jetzt auch direkt hinzubegeben. Nicht über loszugehen und keine vierte Spielmark einzuziehen. Ah. Ich könnte zwar Homies mitnehmen, Grüne? Aber mache ich nicht. Willst du eine Kettensäge? Nein. Willst du einen Müllberg? Nein. Haben wir gerade drüber gesprochen, ne? Wie blockig dieser Müll doch ist. Wie pixelig. Ach, guck mal hier. Wie geil. Kann man hier eigentlich Weichen stellen? Nein. Aber du kannst mit dem Zug fahren, also musst du. Ja, das weiß ich. Musst du für die 100% sogar. Deswegen frage ich ja, ob man hier auch Weichen stellen kann. Ich habe die Zugmusse noch nie gemacht. Da hinten sind zwei und wieder und zwei Fuzzi. Ja. Egal. Da hinten sind nochmal welche, okay. Eins. Ach komm, Lego Mio und Tash. So, und ihr da hinten lauft nicht weg. Bleib hier stehen. Danke für den Bandenkrieg. Danke. Ach, nee. Oh, Jungs. Wo hat der denn gerade hingeschossen? So, kommt hier. Guck mal, wieder alle schön in einer Reihe. Ach, ist das herrlich. Oh nein! Wie kommt das eigentlich jetzt, wenn wir jetzt unten auf die Karte schauen, dass im Umfeld es gar kein Gebiet gibt? Alex. Wie meinst du das? Ja, guck doch jetzt mal um dieses Gebiet, was jetzt blinkt, was wir jetzt hier gerade erobern. Ja, weil da einfach kein Gebiet ist, was du erobern kannst. Okay. Das sind jetzt aber eine Menge. Das sind genauso viel wie sonst. Die laufen mich ja gleich. Oh, der läuft nicht weg. Okay, perfekt. Zweite Welle. Und da ist eine Weste. Scheiße in der Hand gehalten. Sehr schön, abgeräumt. Gab es sonst noch irgendwelche Fragen in den Kommentaren? Wohin lauf? Ich bin hier, Deppen. Vielleicht suchen die ihren Bausparvertrag. Okay. Aber ich bin der Bausparvertrag. Ja! Von der Hanse Merkur. Ich weiß nicht, wo die Leute so aussehen. Die Versicherungsbehörde. Jetzt haben wir natürlich ein Eigentor geschossen, weil jetzt sehe ich nicht mal meine Lebensanzeigenfarbe richtig. Egal. Dann zieh den Scheiß doch raus. Ah! Viel zu hell. Hi. Ah, was schießt du auf mich? Der hat zuerst geschossen. So, das ist Lucky Luke, ne? Schießt schneller als sein Schatten. So, guck jetzt mal auf die Karte. Ach, der arme Polizist. Der hat auch zuerst geschossen. Hier. Ach, Herr Jemini, da rechts ist auch noch eins. Das sind mehrere, glaube ich, sind zwei. Vergrößer mal. Oh, da ist aber noch eine Menge. Ja, von wem sind wir mit dem Varios noch gar nicht angelegt? Ach du Scheiße, stimmt. Ach, das kann ja jetzt ewig dauern. Ich hab nicht gesagt, dass es schnell geht. Ich hab nur gesagt, dass ich 100% mach. Es ist echt die Frage, sollen wir das schneiden oder... Sieht ja was Lustiges. So wie ich steige jetzt auf diesen Motorrad und werde von der Polizei angehalten. Naja. Bist du natürlich nicht, weil ich. Am nächsten Gebiet. Bam! Ich bin der beste GTA-Spieler ever. So viel zum Thema, vielleicht passiert was Lustiges. Bei mir passiert immer was Lustiges, wenn Autos involviert sind. Das ist Wasser. Richtig. Das ist richtig. Wasser darf natürlich nicht fehlen. Es ist Creed. Ups. Punk-Ass-Mobo-Bitches. Wurde ich auch gefragt, ob ich das spiele. Was? Assassin's Creed. You can't stop me now.
Alex, ich habe wir haben vier Sterne. Und jetzt gleich kommt ein SWAT-Team. Ja, dann hör doch auf, die Bullen abzuschießen. Nein. Lass das den Krankenwagen erledigen. Da. Das lass mich rein. Haben wir nicht... Jetzt kommt High Flying Hijack. Was machst du da schon wieder? Ihr kriegt mich nie. Da ist doch das... Nimm doch das Flugzeug. Ja, hab ich vor. Ja, aber da jetzt hör doch auf, hier zu ballern. Da kriegen wir doch noch einen Stern. Muss vielleicht erstmal das SWAT-Team irgendwie erledigen. Na, vergiss es. Wir sind tot gleich. Komm. Guck mal, die sind gar nicht so dumm. Alex, das sieht böse aus. Nein. What? Alex, was machst du da? Du sollst da nicht knutschen. Ach. Ich lebe noch, ich bin tot. Du brauchst das Wort gar nicht. Ich hatte 5 Sterne. Das machst du selber, ne? Ja. Yeah. Du brauchst das Wort gar nicht. Die Armee wäre auf mich zugekommen. Super, weißt du, was alles weg ist? Die ganzen Waffen, die wir eben gekauft haben. Ja, aber das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das, weißt du, wie teuer das war? Das ist passte Problem, weil wir jetzt einfach die Chance nutzen, den Part beenden. Ah ja. Leute, bis zum nächsten Mal. Ah ja, jetzt drüber hinweg schmieren hier. Bis zum nächsten Mal. NRW über 18, ciao.